Hallo und herzlich willkommen bei Quizzles Delicious. Ihr seht, der Thermomix steht auf dem Tisch. Das bedeutet, heute gibt es wieder ein ganz, ganz schnelles Rezept. Ein super leckeres, wie ich finde. Und es passt auch perfekt in den Frühling rein. Natürlich auch in den Sommer. Es ist ein ganz, ganz leichtes Rezept. Nämlich ein Erbsen-Minz-Risotto. Der schmeckt super lecker, geht super schnell. Ist auch ein perfektes Rezept für unter die Woche, wenn es mal schnell gehen muss. Und das Allerschönste ist, man muss nicht am Herd stehen und die ganze Zeit rühren und Angst haben, ob es was wird. Der Thermomix macht das ganz allein. Für das Erbsen-Minz-Risotto brauchen wir 60 Gramm Parmesan. Den habe ich hier schon mal abgehoben. Dann 3 Stängel von einer Minze. Im Sommer könnt ihr euch da einfach verausgaben. Hier einfach die Blätter schon mal abgezupft. Dann eine Zwiebel. Wer Schalotten hat, kann auch Schalotten nehmen. Die schmecken ja ein bisschen würziger. Dann benötigen wir eine Prise Zucker. 40 Gramm Butter. 250 Gramm Risotto-Reis. 100 Gramm Weißwein, den habe ich ja auch schon abgewogen. Dann 800 Gramm Gemüsebrühe. Dann benötigen wir noch 1 Teelöffel Salz und 400 Gramm Erbsen, die schon am besten aufgetaut. Also meine sind hier gerade noch am Auftauen. Als allererstes geht es jetzt hier erstmal um den Parmesan und die Minze. Die werden zusammen zerkleinert im Topf und das ist dann quasi der Parmesan, den man dann über den Risotto-Reis gibt. Der schmeckt super lecker. Dazu machen wir erstmal beides in den Mixtopf rein. Und das wird dann für 10 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert. Das Ganze, zeige ich euch mal, sieht jetzt voll schön grün aus. Das fülle ich jetzt einfach hier in das wieder um. Das brauchen wir nämlich erst später. So, dann spüle ich den immer ganz schnell aus. Da reicht auch einmal einfach ein bisschen Wasser rein, einmal ausschwenken und das war's. Da geht es nur darum, dass diese kleinen Käsebrösel rauskommen. Dann wird jetzt als allererstes die Zwiebel zerkleinert, beziehungsweise die Schalotte, wenn ihr die habt, und die auf 3 Sekunden Stufe 5. Dann wird alles mit dem Spatel nach unten geschoben. Fügen wir die Butter hinzu. So, und eine Prise Zucker. Die habe ich, glaube ich, gar nicht vorhin erwähnt. Ne? Eine Prise Zucker kommt da noch hier so einfach drüber, so ein bisschen. Das verstärkt den schönen Zwiebelgeschmack. Dann wird das Ganze auf 4 Minuten 100 Grad Stufe 1 gemacht. 4 Minuten sind rum. Jetzt nehmen wir vorsichtig den Deckel weg. Denkt dran, es ist heiß. Wirklich heiß. So, den stelle ich mal kurz ab. Dann kommt jetzt der Risotto-Reis rein. Deckel drauf. Und dann stellen wir jetzt den Thermomix auf 4 Minuten, 100 Grad und dann links laufen. Das, wir wollen ja jetzt nicht, dass der Reis, verkleinert wird. Wir wollen es ja nur rühren. Und dann geben wir nach 3 Minuten von oben, löschen wir das Ganze quasi mit dem Weißwein ab. Und das so nach und nach reingeben, wie man das quasi in der Pfanne normalerweise auch machen würde. Vorsichtig den Deckel wegmachen. Dann kommt die Gemüsebrühe von oben rein. Dann kommt auch noch der Teelöffel Salz hinein. Und dann stellen wir den Thermomix einfach auf 20 Minuten 100 Grad wieder Linkslauf und Stufe 1. Derzeit können wir einfach schon mal den Tisch decken. So, ihr Lieben, 20 Minuten sind um. Wir nehmen den Deckel vorsichtig weg. Das riecht hier schon herrlich. Übrigens, also bei wem Kinder mitessen, da kann man natürlich kein Weißwein reinmachen. Den riecht man auch noch ganz schön stark. Da nimmt man einfach die gleiche Menge, also 100 ml Gemüsebrühe mehr und löscht es dann mit Gemüsebrühe ab. Jetzt fügen wir die Erbsen hinzu. Wir machen da alles rein. Und dann wird das Ganze ganz einfach für 8 Minuten 100 Grad und dann aber mit dem Rührlöffel, also dieses Symbol der Rührlöffel, einfach nur ganz schon gerührt. Wir können das Ganze endlich servieren. Ich
habe schon vergessen, wie lecker dieses Erbsenrisotto ist, ehrlich. So. Am besten hier drinnen auch immer noch mal so ein bisschen umrühren, damit sich auch die Erbsen richtig verteilen. Dann sollte man da einfach hier von dem Parmesan ein bisschen drüber. Der riecht übrigens herrlich. So, ich probiere das Ganze jetzt noch einmal. Schmeckt super lecker. Ich kann es euch nur empfehlen, nachzumachen. Ich hoffe, ihr macht es nach. Das Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox rein. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.